So, ein kurzer Überblick, worum es heute geht. Im ersten Teil, ein kleiner Theorieteil, ich würde mal sagen, halbe Stunde bis 45 Minuten, würde ich so ein bisschen, ne, den ganzen Themenbereich Boden, Fruchtbarkeit, Boden, Gesundheit versuchen zu erklären. Dazu zunächst ein bisschen, was ist Boden überhaupt? Wie kann man das bewerten? Und welche Tools und Möglichkeiten gibt es, die ich anwenden kann? Das, was ich im Theorieteil mache, wird dann Isabel Hirsch an praktischen Beispielen gemeinsam mit Ihnen, mit uns nochmal durchführen. Das heißt, das können Sie wirklich live mitmachen, wenn Sie möchten, oder halt auch im Nachgang zu Hause. Okay, upsala. Fangen wir mal an mit der ersten Frage: Was ist überhaupt Boden? Dafür erstmal eine kleine Definition. Boden, auch Pedosphäre genannt, ist der von pflanzlichem und tierischem Leben erfüllte obere Teil der Erdkruste, der auf dem Ausgangsgestein der Erdkruste, also der Lithosphäre, liegt. Ja, ich habe mal drei Bilder mitgebracht. Typische Bodenprofile nennen wir das. Das linke Profil zeigt eigentlich ganz schön das, was diese Definition auch zeigt, dass da etwas, was wir so als Boden verstehen, dunkel mit Wurzeln durchsetzt, auf dem Gestein, auf der Lithosphäre liegt. Die anderen beiden Profile, das mittlere und das rechte, da sieht man jetzt von dem Ausgangsgestein nicht mehr. Das sind deutlich tiefgründigere, nennt man das, Profile, tiefgründige Böden. Da ist das Ausgangsgestein nur noch in Teilen im mittleren Profil zu sehen. Im rechten Profil ist das Ausgangsgestein in der Hinsicht als Festgestein schon gar nicht mehr zu sehen. Aber das sind so drei typische Profile, die, wenn man etwas aufgraben würde, sehen könnte, auch in der typischen Horizontabfolge. Das heißt, wenn wir so ein Profil aufgraben, haben wir eigentlich immer eine Schichtung, sagen die Geologen, die Bodenkundler sagen da Horizonte zu. Und das ist meist immer das oben etwas dunklere, die dunklere Schicht, die dann von Leben erfüllt ist, wo Wurzeln drin sind, wo Bodentiere drin sind. Darunter kommt im linken Beispiel, wie gesagt, das Festgestein. Bei den rechten beiden Profilen ist da immer noch Lockergestein drunter. So, das geübte Auge kann nun auch sehen, dass im ganz rechten Profil die so 30, 40 Zentimeter eine Marmorierung vorliegt. Und auch daran kann man sehen, dass sich da im Untergrund was tut. Und zwar in diesem Fall ist da Wasserbewegung, da ist Grundwassereinfluss, da hat sich der Boden so ein bisschen gebleicht und gebräunt, das ist ein Zeichen für Grundwassereinfluss. Während bei dem linken Profil, wo das Gestein zu sehen ist, auch, ne, im Prinzip eine Aussage getätigt werden kann. Das heißt, das ist so geringmächtig, weil hier höchstwahrscheinlich irgendwann mal der Boden abgetragen wird. Aber an diesen drei Beispielen sehen Sie schon, Böden sind sehr heterogen und auch in ihren Eigenschaften als Pflanzenstandort dementsprechend natürlich sehr unterschiedlich. Das versuchen wir heute ein bisschen zu beurteilen. Wann ist so ein Pflanzenstandort eigentlich ein fruchtbarer, gesunder Standort? Wann ist er eher fürs Pflanzenwachstum weniger? So. Jetzt nochmal eine kleine Umfrage, weil das eigentlich ganz wichtig ist. Wie lange dauert es, bis 10 cm Boden entsteht? Es sind in der Tat 2000 Jahre, die es dauert, bis 10 cm Boden entsteht. Das heißt, so ein mächtiges Profil, so wie wir sie heute kennen, sind hier in der Region tatsächlich schon über 10.000 Jahre alt. Hier in Mitteleuropa war vor circa 10, 12.000 Jahren die letzte Eiszeit. Das war für unsere Böden hier der Startpunkt der Bodenentstehung. Also die meisten Böden, die hier entstanden sind, sind um die 10.000 Jahre alt. Es gibt ältere Böden in den tropischen Regionen, die dann auch tiefgründiger sind, anders aussehen. Aber hier bei uns sind es in der Tat 10.000 Jahre vergangen, seitdem unsere so Böden entstanden sind. Und das dauert so lange, da dieser Prozess auch chemische und physikalische Verwitterung, wenn wir auf der linken Seite auf dieser Grafik mal anfangen, durch Sonneneinstrahlung, durch den Einfluss von Wasser, das sich mit CO2 und Kohlensäure dann anfängt, das Gestein chemisch und physikalisch zu verwittern, ein recht langsamer Prozess ist. Wenn dann die ersten Pflanzen Fuß fassen können, mit ihren Wurzeln in den Boden eindringen und Bodentiere anfangen, das Gestein zu zersetzen, ist das so ein bisschen so eine Initialzündung der Bodenbildung.
Und dann wird dieser Prozess auch durchaus schneller vonstatten gehen. Aber dieser initiale Prozess, dass das Ausgangsgestein erstmal verwittert und aufgebrochen wird, ist schon ein Zeitraum, der doch über ja, lange Generationen, viele Generationen geht. Von daher können wir durchaus sagen, Boden ist endlich, so ähnlich wie wir es von den fossilen Rohstoffen kennen. Auch die wissen wir, sind endlich, auch wenn man es im geologischen Zeitraum sehen könnte, dass sie sich ja doch wieder regenerieren könnten. Aber aus menschlichen Zeitmaßstäben ist das doch eine endliche Ressource. So, von daher ist das, was wir als fruchtbaren Boden haben, in der Tat etwas sehr Wertvolles, was wir wirklich schützen sollten. Wie können wir Boden jetzt beschreiben? So ein bisschen versuchen zu gliedern. Diese Horizonte oder Schichten, die ich gerade schon erwähnte, sind also das Resultat der Bodenbildung. Wir nennen das auch Bodengenese oder Pädogenese. Und der entsteht durch das Verwittern organischer und anorganischer Ausgangssubstanzen. Und da gibt es verschiedene Prozesse, die dann im Boden stattfinden. Neben der Verwitterung, die Humusbildung, aber auch die Bildung von Gefügen, das Krümelgefüge oder Plattengefüge. Das sind alles Prozesse, die über mehrere tausend Jahre stattgefunden haben. Und wenn wir uns ein Profil angucken, haben wir eigentlich so gut wie immer diese typische Abfolge. Wir nennen das von diesen drei typischen Horizonten eigentlich A, B, C. Der A-Horizont, der obere, der meist dunkel ist, ist immer der, der mit Leben angereichert ist, mit Wurzeln und Bodenleben und Humus. Deswegen ist der A-Horizont auch immer derjenige, wo das meiste Bodenleben, die meiste Bodenfruchtbarkeit vorhanden ist. In diesem Fall, in dem linken Bild, sehe ich ein Bodenprofil, wo nach 30 Zentimetern auch eine relativ scharfe Grenze ist. Das ist typisch für Ackerböden, die geflügt werden, die zeigen eine sehr scharfe Grenze auf. Vielleicht haben Sie das bei sich selber, wenn Sie umgraben, in Ihrem Gemüsebeet auch so eine scharfe Grenze. Ansonsten unter Wald oder unter Wiesen und Rasen ist dieser Humose-Horizont vielleicht nicht ganz so tiefgründig und auch nicht so scharf abgegrenzt. Da kann es schon mal bei 15 Zentimeter sein und dann ein fließender Übergang. Darunter kommt der B-Horizont. Der wird meistens mit dem kleinen Kürzel V noch versehen, weil es hier eigentlich um einen Horizont geht, der zwar schon verwittert, verbraunt und verlehnt ist, aber in dem nicht so viel organische Substanz angereichert ist wie im A-Horizont. Gut, und ganz unten kommt dann das, was wir typischerweise als Ausgangsgestein haben, der C-Horizont. Und so kann man eigentlich jedes Profil, wenn man graben würde, in einen A-, B- und C-Horizont einteilen. Und auch dann so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie geringmächtig ist das, wie scharf sind die Grenzen und Übergänge und wie sieht das Ausgangsgestein aus. Es hilft einem schon mal, so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, welche Eigenschaften mein Boden hat. Gucken wir uns mal die einzelnen Bestandteile des Bodens näher an, weil die wichtig sind dafür, wie fruchtbar mein Boden ist. Generell, so ganz grob kann man sagen, der Boden besteht zu 50% aus einer Festsubstanz und zu 50% aus Poren. So, wenn Sie sich den oberen Kreis angucken, kann man das mal aufteilen. Die Poren sind dann zu mehr oder weniger großen Anteilen mit Wasser und Luft gefüllt. Also diese 23 und 25% sind natürlich jahreszeitlich abhängig sehr flexibel. Aber das ist so eine grobe Maßzahl. 50% sind wirklich Poren. Die anderen 50% teilen Sie nochmal auf, ein Großteil die mineralische Substanz und so circa 7% organische Substanz. Und das unterscheidet den Boden natürlich auch signifikant vom Ausgangsgestein. Das Gestein hätte nun kein Porenvolumen, sondern wird zu 100% aus mineralischer Substanz bestehen. Das macht einen Boden relativ. Die organische Substanz, das ist dann dieser rechte Kreis, die halt sehr, sehr wichtig ist für die Bodenfruchtbarkeit. Kann nochmal aufgeteilt werden. Größten Teil, 85% abgestorbene organische Substanzen, die aber sehr wichtig sind für die Bodenfruchtbarkeit, da hier für den Nährstoff und auch Wasser gespeichert werden können. Und dann der kleinere Anteil, das Ederfon, das Bodenleben oder Lebendwurzel. Da dieser Anteil so wichtig ist, haben wir für den Bereich organische Substanz und Humus einen eigenen Workshop gemacht. Und wir schwenken den Blick mal nach links zur mineralischen Substanz. Die ist, wie gesagt, aus verschiedenen Mineralien zusammengesetzt, die später auch
für die Bodenfruchtbarkeit eine wichtige Rolle spielen. Einige davon haben Sie bestimmt schon mal gehört. Quarz zum Beispiel ist hier sicherlich ein Begriff. Glimmer und Carbonate sind auch relativ wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Die Tonminerale sind eher so ein sekundäres Mineral. Die sind häufig entstanden aus den Glimmern, das sind Schichtsilikate. Und dann kommen noch kleinere Gruppen, die Feldspäte, sind so ähnlich wie die Quarze, nur mit anderen Kationen angereichert. Und die Eisenoxide sind auch das, was den Boden eigentlich so braun macht, was dem Boden die braune Farbe gibt. Die sind bei der Verwitterung aus den Mineralen rausgelöst und dann oxidiert und färben den Boden braun. Sind aber auch sehr wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Das ist jetzt alles sehr abstrakt und ich versuche das mal so ein bisschen zu bebildern, weil das doch recht wichtig ist. Wenn man das mal verstanden hat und weiß, wie dein Boden zusammengesetzt ist, kann man da relativ gut daraus ableiten, wie fruchtbar der Boden ist. So, hier nochmal das, was ich gerade in Zahlen gezeigt habe, mal so ein bisschen in Bilder. Wir fangen mal auf der rechten Seite an. Da ist mein Boden, so wie ich ihn gerade schon mal gezeigt hatte, ist verbraunt. Oben etwas dunkler, da wir hier mehr organische Substanz haben. Und ganz unten sieht man schon das Ausgangsgestein und größere Gesteinsfragmente. So, dieser Boden ist also dann im Wesentlichen zusammengesetzt aus mehr oder weniger großen Gesteinsresten. Und das können dann, wie ne, in der zweiten Spalte von rechts, ein Granit oder ein Basalt sein. Und diese Gesteine unterscheiden sich, wie in diesen beiden Fällen, halt so ein bisschen in der Auskristallisation der Mineralien. Wir sehen oben beim Granit, da sieht man so große Sprenkel drin und unten beim Basalt, das sieht eher aus wie so eine homogene Masse oder ganz fein gesprenkelt. Im Prinzip könnten diese beiden Gesteine, Granit und Basalt, von der chemischen Zusammensetzung recht ähnlich sein, nur in dem Grad der Auskristallisation sind sie unterschiedlich. Das heißt, bei dem Granit, der hat lange Zeit gehabt abzukühlen. Das ist ein Tiefengestein. Die Lava hat lange Zeit gehabt abzukühlen, sodass sich große Kristalle, große Minerale bilden konnten. Unten der Basalt, der ist an der Oberfläche, mehr an der Oberfläche abgekühlt. Da hatte die Lava nicht so viel Zeit, Kristalle und Minerale zu bilden. Deswegen ist das so fein strukturiert. So, die Minerale, die Sie beim Basalt, beim Granit relativ gut mit bloßem Auge erkennen können, sind tatsächlich die drei, die in der Spalte Mineralien stehen. Quarz, Feldspat und Glimmer. Das sind die drei, die auch im Granit mit bloßem Auge erkennbar sind. Diese drei könnten oder sind zum Teil auch im Basalt drin, nur man erkennt sie mit bloßem Auge nicht. So, warum ist das Ganze jetzt wichtig für unsere Bodenfruchtbarkeit? Es hat zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist, desto besser die Minerale auskristallisiert sind, wenn sie aus dem Gestein finden, in ihrem Boden, der eine grobe Struktur hat, was die Minerale angeht, desto schwerer verwittert er. Sie haben also viel Zeit gehabt, auszukristallisieren. Und das heißt aber auch, dass sie sehr stabil sind. Und so ein Basalt mit der feineren Struktur, der kann doch leichter verwittern. Also hat man da schon mal so ein erstes Indiz dafür, dass Nährstoffe aus dem Basalt doch leichter freigesetzt werden können. Der zweite Aspekt ist die Farbe. Desto dunkler ein Gestein ist, desto mehr dunkle Minerale sind da drin, wie zum Beispiel unten der Glimmer. Und desto mehr dunkle Minerale drin sind, desto mehr basisch wirkende Nährstoffe sind da drin. Und dann springe ich nochmal ganz nach links zu den Elementen, aus denen die Minerale aufgebaut sind. Wenn Sie mal sich den Sauerstoff und das Silizium angucken, mit 46% und 28%, die dominierenden Elemente an der Erdkruste, das sind die beiden Elemente, aus denen Quarz aufgebaut ist. Also SiO2 ist reiner Quarz. Und wenn ich ein sehr helles Gestein habe, dominiert hier auch der Quarz. Und der Quarz ist sehr verwitterungsresistent, sehr hart und hat sehr wenig Nährstoffe. Desto weiter Sie zu den Elementen gehen, Eisen, Calcium, Magnesium, Kalium, desto dunkler wird das Gestein und desto leichter verwittert es. So. Das heißt, der Rückschluss ist, wenn Sie sich den Boden angucken, finden ein Gestein, brechen das mal auf und sehen einen dunklen, sehr fein strukturierten Stein, dann ist das durchaus die Grundlage für einen sehr fruchtbaren Boden. Wenn Sie einen finden wie den Granit oder sehr quarzreich, dann ist das eher
so die Grundlage, das Substrat für einen nährstoffarmen Boden ist, dem eher so ein sandiger Boden entsteht. Okay, das zu den Grundlagen, um so ein bisschen zu verstehen, wie so ein Boden aufgebaut ist und aus welchen Bestandteilen ein Boden entsteht. Widmen wir uns dem eigentlichen Thema der Bodenfruchtbarkeit oder auch Bodengesundheit. Was ist das eigentlich? Wie kann man das in Worte fassen oder beschreiben? Andere Begriffe oder Synonyme für Bodenfruchtbarkeit, Produktivität eines Bodens oder Ertragsfähigkeit oder das Ertragspotenzial, das sind so Begriffe, die das Thema Bodenfruchtbarkeit umschreiben. Jeder Gärtner möchte gerne einen Boden haben, auf dem man auch viel ernten kann. Und diese Fruchtbarkeit hängt von einigen Faktoren ab, die wir uns heute auch näher angucken werden und zum Teil selber auch bestimmen werden. Also, die ersten drei, die ich unterstrichen habe, das sind die wir auch später in den Praxisteil selber noch bestimmen werden, die auch sehr wichtig sind für die Bodenfruchtbarkeit. Die weiteren Punkte werden wir vielleicht anreißen oder auch im späteren Workshop noch mal behandeln. Die Bodenreaktion, der pH-Wert, wäre wichtig für das Spektrum, in dem sich Pflanzen und Bodenlebewesen wohlfühlen. Da werde ich gleich näher drauf eingehen. Die Bodenkörnung oder Bodenart ist das, was wir landläufig bezeichnen als schweren oder leichten Boden oder einen sandigen oder tonigen Boden. Also beschreibt die Zusammensetzung der Körner, der Korngröße. Der dritte Punkt, der Nährstoffgehalt und die Austauschkapazität, resultiert etwas aus den ersten beiden. Denn wie ich gerade schon zeigte, der Nährstoffgehalt eines Bodens hängt immer so ein bisschen sowohl von der Körnung, von der Bodenart ab, aber auch von den Mineralen, die im Boden drin sind. Und wenn ein Boden einen hohen Nährstoffgehalt hat, muss das aber nicht gleichzeitig heißen, dass diese Nährstoffe auf alle Pflanzen verfügbar sind. Deswegen werden wir uns den Begriff Austauschkapazität nochmal genauer angucken. Das ist also die Fähigkeit des Bodens, diese Nährstoffe den Pflanzen noch zur Verfügung zu stellen. Gut, die anderen vier Punkte, die Bodentiefe, also die Wurzelungstiefe, ist natürlich essentiell für tiefer wurzelnde Pflanzen. Luft- und Wasserführung im Boden hängt maßgeblich von der Bodenstruktur und Bohrenvolumen ab. Böden sind zum Teil verdickelt oder verdichtet. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass eine Bodenfruchtbarkeit rapide abnimmt. Der Humusgehalt, wie ich vorhin schon erwähnte, spielt eine zentrale Rolle bei der Bodenfruchtbarkeit, da hier viele Nährstoffe gespeichert sind und ausgetauscht werden. Auch dafür, wie gesagt, haben wir einen eigenen Workshop, genauso zur biologischen Bodenaktivität. Auch das Bodenleben ist essentiell für den ganzen Umsatz der Wiederverwertung der Nährstoffe, die im Boden gespeichert sind. So. Also diese Parameter, wenn man die so ein bisschen versucht zu charakterisieren, beschreiben, kann man auf denen sehr gut ableiten, ob ich einen fruchtbaren Boden habe oder einen fruchtbaren und liegen lassen kann. Ich möchte trotzdem noch auf diesen zweiten Begriff, die Bodengesundheit, eingehen. Der hat in den letzten zwei Jahrzehnten, ist ja so ein bisschen verwendet worden und einzugehalten in die Literatur. Hier spielen noch so ein paar weitere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel für die Wasserqualität oder den Klimawandel oder die menschliche Gesundheit eine Rolle spielen. Das heißt, hier versucht man Dinge auch mit zu beschreiben, die jetzt nicht unbedingt was mit Bodenfruchtbarkeit zu tun haben. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich einen sehr sandigen Boden habe, wie zum Beispiel in der Warner Heide, ist das nicht zwingend ein sehr fruchtbarer Boden. Trotzdem hat er wichtige Eigenschaften für bestimmte Pflanzen und Tiere, hat also einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität und Artenvielfalt und hat somit eine Funktion. Und diese Funktion versucht man auch zu bewerten. Und wenn ein Boden diese Funktion erfüllt, dann ist das auch ein Bestandteil der Bodengesundheit. Genauso wie Moorböden zum Beispiel, die einen sehr hohen Gehalt an Kohlenstoff haben und sogar eine Substanz, auch nicht immer zwingend sehr fruchtbar sind, aber doch einen sehr wichtigen Beitrag zum Klimawandel leisten. Also Bodenfruchtbarkeit, ja das, was wir so unter Ertragsfähigkeit verstehen, Bodengesundheit, ja so weitere Funktionen, die ein Boden hat, aber die nicht unbedingt mit Bodenfruchtbarkeit einzusetzen. Gut, dann steigen wir mal ein mit dem ersten Parameter, die Bodenreaktion. Was ist das? Wie können wir das bestimmen? Und was wäre da optimal?
So ein ganz kleiner Mini-Exkurs in die Chemie. Der pH-Wert beschreibt die Konzentration der Wasserstoffionen im Boden, also wie sauer etwas ist. Diese Skala, die Sie ganz oben sehen, 10 hoch 0, 10 hoch minus 1, 10 hoch minus 2, eine logarithmische Skala. Das heißt, von links nach rechts nimmt die Konzentration der H-Ionen in der Lösung ab. Das heißt, ganz links habe ich 1 Mol, dann 10 hoch minus 1, 0,1 und dann 0,01 und so weiter. Das heißt, dieser Wert pH 0 und 1 ist eine sehr hohe Wasserstoffionenkonzentration. Und pH 14 wäre eine sehr geringe Konzentration. So. Wir alle kennen so ein bisschen den pH-Wert 7, der als neutral bezeichnet wird. Was wir im Garten so anstreben, was zwischen 6 und 7, ist so das, was für viele Lebewesen, viele Pflanzen, für viele Tiere eigentlich ganz, ganz gut geeignet ist. Um das ein bisschen einzusortieren, im basischen Bereich hätten wir Buchenwaldboden oder Kompost bewegt sich hier. Waschmittel sind basisch. Und wenn wir in den sauren Bereich gehen, kommen wir hier über Getränke wie Kaffee und Bier, über saure Milch, Essig bis zur Zitronensäure, die schon extrem sauer ist, beziehungsweise die Magensäure. Das sind schon pH-Werte, die den Boden nicht mehr finden. Also das ist das Spektrum, um zu verstehen, worum es bei dem pH-Wert geht, was wir da messen. Was hat das mit dem Boden zu tun und was ist hier das, was wir anstreben sollten? Also für das Bodenleben, für die Bodenlebewesen ist mäßig sauer bis neutral nicht ökologisch am günstigsten. Das heißt, wenn wir zwischen 5 und 7 bewegen, ist das alles noch im grünen Bereich. Man kann so ein bisschen steuern, wenn man möchte, Pilze im Boden eher fördern möchte, geht man eher im sauren Bereich rein. Bakterien sind dann eher bei pH 6 und 7 aktiver. Geht es aber unter 5, beziehungsweise unter 4, dann wird es für viele Bodenlebewesen schon schwierig, sich in diesem Milieu zu halten. Zum Teil haben wir diese extremen pH-Werte in Waldböden und die sind dann auch sehr stark verändert. Die Bodenstruktur, da streben wir eher ein bisschen höhere pH-Werte an. Das heißt, Struktur heißt, also wenn ich eine gute Krümelstruktur im Boden haben möchte, und das ist insbesondere für schwere Böden, für Tonböden und Lehmböden wichtig, dann sollte ich doch lieber ein bisschen höheren pH-Wert anstreben. Für Sandböden ist das jetzt nicht ganz so maßgeblich. Die Nährstoffverfügbarkeit ist auch im schwach-sauren bis neutralen Bereich am günstigsten. Manche Elemente nehmen es im sauren Bereich dann auch zu, aber dann nehmen dann wiederum anionische Nährelemente stark ab in der Verfügbarkeit. Deswegen versucht man sich da meist im schwach-sauren bis neutralen Bereich zu bewegen. Und für Pflanzenwachstum haben wir eine recht breite Spanne von 4,5 bis 7. Was aber nicht heißen soll, dass alle Pflanzen damit gut zurechtkommen. Das heißt, es gibt viele Pflanzen, die wachsen gut im sauren Bereich, andere wachsen wiederum auch ganz gut im neutralen, basischen Bereich. Und daher, da muss man dann gucken, um welche Pflanzen es sich handelt, die man anbauen möchte oder die man im Garten hat. Das zeigt sich dann auch so ein bisschen in den Pflanzen, als Zeigerpflanzen vielleicht auch heranziehen kann. Ich habe mir mal ein paar aufgeführt, die so eher im sauren Bereich und eher im neutralen, alkalischen Bereich zu finden sind. Bei den Zeigerpflanzen wären das Rippenfarn, kleiner Sauerhanfarn oder Sauerklee für saure Standorte. Und bei den Kulturpflanzen, das kennen die meisten von Ihnen sicherlich, die Moorbeetpflanzen, die Heidelbeeren oder Blaubeeren, das sind Pflanzen, die fühlen sich im sauren Bereich, so 4,5 bis 5, eigentlich ganz gut. Im neutralen bis alkalischen Bereich, Waldmeister, Mainböckchen, Ackerwinde zum Beispiel, Zeigerpflanzen oder als Kulturpflanzen, die Laube, mag es gerne neutral bis alkalisch oder für die eine Kirsche, Obstgehölze, die sind eigentlich auch ganz gerne schwachsauren bis neutralen. So, als Gärtner habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann so ein bisschen nach Zeigerpflanzen suchen, wobei eine Zeigerpflanze jetzt noch nicht ein Indikator dafür ist, dass ich einen sauren Standort habe, sondern man muss schon mehrere finden, um auch wieder sicher zu sein, dass es sich hier um einen sauren Standort handelt. Und bei den Kulturpflanzen habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich passe mich mit den Pflanzen an die Gegebenheiten an, das heißt, ich messe meinen pH-Wert und handle dann danach, nutze die Pflanzen. Oder wenn ich einen sauren Standort habe, möchte ich trotzdem gerne eine Pflaume haben oder Pflanzen, die auf neutralen Standorten besser wachsen,
muss ich halt versuchen, den pH-Wert zu beeinflussen. Und beim pH-Wert ist das noch in gewissem Umfang möglich. Also ich habe die Möglichkeit, über Kaffeesatz oder Nadelbaumerde, Eichenlaub, Baumnadel, als Mulchmaterial, den pH-Wert des Bodens abzusenken. Viele kennen das vielleicht auch, wenn man Norbit-Pflanzen gerne etablieren möchte, kann man eine Grube ausheben und ein saures Substrat einfüllen, sodass man hier das entsprechende Milieu auch etablieren kann. Und was die meisten auch kennen, dass man zu tiefe pH-Werte durch die Kalkung natürlich auch wieder anbieten kann. So, das alles hat natürlich auch gewisse Grenzen, was zum Beispiel nicht geht. Ich kann keinen Boden, der aus Kalkgestein entstanden ist, versauern. Dazu bräuchte ich schon sehr viel Säure oder anderes Material, um da den pH-Wert unterzubringen. Also das hat gewisse Grenzen, aber der pH-Wert ist noch einer der Indikatoren, die man noch relativ gut steuern kann. Ich habe Ihnen hier mal so eine kleine Datenauswertung mitgebracht. Wir haben von 260 Bodengruben hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis den pH-Wert gemessen. Und was Sie sehen, unten auf der X-Skala ist der pH-Wert abgetragen, 4 bis 8. Und links sehen Sie die Häufigkeit. Aber die Balken zeigen an, wie viel der untersuchten Hausgärten welchen pH-Wert. Ja, hier sieht man, dass so zwischen 6 und 7 die höchsten Ausschläge sind. Die meisten Gärten bewegen sich ja in dem Bereich, den man für Gemüsegärten anstrebt, der nicht ganz gut ist. Diese zweite Welle, dieser zweite Ausschlag zwischen 5 und 6, muss jetzt auch nicht heißen, dass das jetzt ungünstig ist und dass man kalken müsste. Und das hängt immer vom Standort ab. Wenn das jetzt wirklich Zierpflanzenbeete sind, wo Morbidpflanzen sind oder auch Grünland oder Rasenflächen, ist das durchaus auch ein pH-Bereich, der auch anzustreben ist. Aber das ist so ein Spektrum, den wir hier im Rhein-Sieg-Kreis gemessen haben. Und wenn Sie das gleich mal versuchen, welchen pH-Wert Sie haben, kann man danach einfach mal gucken, ob das dann auch zu den Pflanzen passt, die auf dem Standort stehen. Okay, gucken wir uns mal den zweiten Parameter an, nämlich die Bodenart. Die Bodenart ist eigentlich so der zentralste Faktor, wenn es um die Bodenfruchtbarkeit geht, weil darüber viel gesteuert wird. Bei der Bodenart, ist eigentlich relativ leicht zu beschreiben, ist nichts weiter als Einteilung meiner kleinen Körner, die im Boden drin sind, in drei Fraktionen, in Sandkörner, 2 bis 0,063 mm. Dann habe ich Schluff, das ist die zweite Kategorie an Korngrößen, 0,063 bis 0,002 mm, also sehr klein schon. Und dann ab 2 mm die Tonfraktion. So, also die Bodenart ist nichts weiter als die Einteilung meiner mineralischen Substanz in die verschiedenen Korngrößenklassen. Und dann kann man dieses Korngrößendreieck aufstellen, wenn man es mal bestimmt hat, und kann den eigenen Boden einteilen, Sandboden, Schluffboden, Tonboden. Und wenn es mehr oder weniger gleiches Gemenge von allen drei verschiedenen Korngrößen ist, dann spricht man von Lehmboden. Genau. Was hier vielleicht fehlt, und Sie fragen sich, was ist mit den Bestandteilen, die größer als 2 mm sind, die gibt es natürlich auch. Die bezeichnen wir in der Bodenkunde als Bodenskelett. All das, was da drüber ist, ist dann halt Kies und Gestein. Die werden hier aus der Betrachtung eigentlich rausgenommen, weil die relativ wenig an der Interaktion mit den Pflanzen teilnehmen. Das heißt, sie sind so grob strukturiert, dass da kein Austausch mit Nährstoffen stattfindet. Deswegen betrachtet man, wenn man Böden untersucht, immer nur die Fraktionen kleiner als 2 mm. Gut, was bedeutet das für meine Bodenfruchtbarkeit und vor allem auch Eigenschaften? Ich habe immer so eine kleine Tabelle mitgebracht, die drei Fraktionen, Sandstoff und Ton, ganz oben in die Reihenfolge setzt. Kies ist jetzt auch noch dabei, als Bodenskelett. Und hier sehen Sie, welchen Einfluss diese drei Bodenarten, das Gemenge davon, auf verschiedene Bodenarten hat. Haben wir also einen sehr kiesigen, sandigen Boden, dann ist die Wasserdurchlässigkeit gut, Durchlüftung, die Fruchtbarkeit und die Verarbeitbarkeit
ist auf sandigen Böden natürlich wesentlich besser als auf tonigen Böden. Das heißt, diese Eigenschaften nehmen von links nach rechts ab. Umgekehrt ist es mit dem Porenvolumen. Der Anteil an Feinporen ist halt in feinstrukturierten Böden sehr groß. Damit auch die Kationaustauschkapazität, also die Fähigkeit, Nährstoffe auszutauschen. Und auch der Nährstoffgehalt, sowie der Wassergehalt und das Wasserhaltevermögen. Das ist alles deutlich besser, wenn ich mit fein strukturierten, schluffigen, lehmigen Ton im Boden kann. So, jetzt können Sie versuchen, selber einzustufen, wir im Nachgang versuchen, die Boden zu bestimmen, welche Eigenschaften der Boden hat. Wie es häufig so ist, das Ideale ist immer das Mittlere, das heißt, wenn Sie im Bereich Schluff bewegen, dann ist das nicht so, dass das optimale Gemenge an feiner Struktur und grober Struktur viel Nährstoffe in sich hat, aber auch genügend Porenvolumen und Luftdurchlässigkeit gewährleistet. Auch hierfür kann man sich wieder so ein paar Pflanzen, Zeigerpflanzen anschauen und auch Kulturpflanzen, die mit verschiedenen Böden klarkommen. Wenn wir also sandige Böden haben, die wir als leichte Böden bezeichnen, nicht weil sie vom Gewicht her leicht sind, sondern von der Bearbeitbarkeit leicht sind, die meistens auch trockener sind als tonige Böden, dann haben wir die Besenheide, Rasenkling oder die wilde Möhre als so typische Pflanzen, die auch auf leichten sandigen Böden vorkommen. Bei Kulturpflanzen wirken das Möhren, Zwiebeln, aber auch viele Gewürze, die eher mit solchen leichten Böden klarkommen. Bei den tonschweren Böden, die auch dazu neigen, dass sie zum Teil zu viel Wasser halten, das heißt nass sind, da häufig Ackerschachtelhalm, Giersch, Kichergümse, sowas als erste Zeigerpflanzen, die so ein bisschen diese schwere Bearbeitbarkeit zeigen. Als Kulturpflanzen wären hier Stachelbeere, Heidelbeere, Pflaumen oder Lauch geeignet, um auf schweren Böden doch einigermaßen gut zu gedeihen. Die Bodenkörnung, die Bodenart beziehungsweise ist natürlich deutlich weniger leicht zu beeinflussen, als es beim pH-Wert der Pflanze ist. Ich kann durch Zumengungen von Sand hier vielleicht einen schweren Boden ein bisschen auflockern, aber das hat natürlich alles in Grenzen, weil ich relativ große Mengen brauche, um hier auch einen Effekt zu erzielen. Das heißt, in kleineren Werten oder Hochbeeten oder sowas kann man natürlich gerne mal machen. Aber ansonsten ist das schwierig, die Bodenart Einfluss zu nehmen. Was ich machen kann, ist, ich kann versuchen, in schweren Böden zum Beispiel durch tiefwurzelnde Pflanzen oder durch Zugabe von Mulch und Kompost so ein bisschen das Bodengefüge zu verbessern. Aber das sind alles Maßnahmen, die führen einfach dazu, dass so die Struktur und die Porenverteilung besser wird. An der Bodenart ändert das eigentlich nichts. Das heißt, ich habe relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Ich muss hier schon mit meinen Pflanzen, die ich anpflanzen will, so ein bisschen an meinen Boden anpassen. So, kommen wir auch schon zum dritten Aspekt der Austauschkapazität und dem Nährstoffgehalt. Das hängt so ein bisschen zusammen. Wie ich vorhin schon sagte, nicht jeder Boden, der viele Nährstoffe hat, kann die auf den Pflanzen zur Verfügung stellen. Deswegen versuche ich das hier mit dem Schaubild mal zu erklären. Ganz links haben wir so einen Austausch an Bodenkolonien. Also das können Humusteilchen sein, das kann Tonmineral sein. Und diese Austauscher, diese Koloide, sind meist negativ geladen und können daher diese positiv geladenen Elemente wie Kalium, Kalzium, Magnesium binden. Wie so ein Magnet können die absorbieren und somit speichern. So, jetzt kommen die Protonen, in diesem Fall 14 H+-Ionen. Und der Austausch ist jetzt imstande, diese Nährkationen, die Pflanzen brauchen, gegen die Protonen auszutauschen. Das heißt, das Ergebnis ist, der Austauscher ist komplett belegt mit Protonen und die ganzen Nährelemente sind jetzt hier in der Bodenlösung. Das heißt, die Pflanze kann diese Elemente jetzt aufnehmen. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Gut ist das, wenn der Boden viele von diesen Austauschern hat, sodass der Boden auch viele Elemente speichern kann. Die Pflanze ist imstande, leichte Säuren abzugeben und dadurch diesen Austausch zu gewährleisten und somit diese Elemente sozusagen sich von den Austauschern zu holen. Wenn der pH-Wert des Bodens allerdings zu stark sinkt, was in diesem Schaubild jetzt der Fall wäre,
während irgendwann alle Austauscher nur noch mit Protonen belegt. Die Pflanze würde die Elemente aufnehmen oder die Elemente würden ausgewaschen werden, und so, dass im Laufe der Jahre halt keine mehr Elemente im Boden gespeichert sind. Daher ist es wichtig, dass man den pH-Wert immer in einem einigermaßen neutralen Bereich hält, dass diese Austausch auch immer wieder belegt werden können. Wenn die Pflanze abstirbt und organisches Material in den Boden einbringe, würden diese Nährelemente wieder mineralisiert werden und könnten in den Austauscher wieder absorbiert werden. Von daher ist das ein sehr wichtiger Prozess, der auch sehr stark mit dem pH-Wert zusammenhängt. Wir sehen auch hier ein Schadelement, das Cadmium. Auch bei diesen Schadelementen ist es wichtig, dass der pH-Wert nicht zu niedrig ist. Viele Schwermetalle werden im Boden sehr stark gebunden. Das ist dann weder fürs Trinkwasser noch für die Pflanze schädlich. In stark versauerten Böden könnten dann aber die Schadelemente tatsächlich auch in die Lösungsphase treten und von der Pflanze aufgenommen werden. Wie ich gerade schon erwähnte, wenn ich meinen Boden ein bisschen kenne und weiß, aus welchen Mineralen er besteht und wie feinkörnig er ist, dann habe ich auch schon so ein bisschen Gefühl dafür, wie mein Nährstoffgehalt ist und wie meine Austauschkapazität ist. Das heißt, viele Tonminerale, viele Aminstoffe, heißt normalerweise bei einigermaßen hohem pH-Wert, dass ich einen sehr guten Nährstoffspeicher habe und dass ich normalerweise auch einigermaßen passable Nährstoffgehalt habe. Genau. Gut, was heißt das jetzt für die praktische Arbeit im Garten? Für gewöhnlich haben die meisten Böden all das, was die Pflanze braucht. Ein gesunder Boden liefert eigentlich alle Makro- und Mikroelemente, die benötigt werden. Die großen Elemente wie Stickstoff, Phosphor und Kali werden durch einen geschlossenen Kreislauf im Boden eigentlich auch nicht entzogen. Sollten sie dann doch im größeren Umfang Grünmaterial als Ernte oder auch als Rasenschnitt von ihren Flächen entfernen, ist das auch immer ein Nährstofftransport. Das heißt, Nährstoffe müssen in irgendeiner Art und Weise wieder zurückgebracht werden. Idealerweise versuchen sie, in der Garten Nährstoffkreisläufe zu schließen. Das heißt, das, was sie durchaus auch von außen einkaufen, wie Kaffeesatz oder andere organische Substanzen, sind eigentlich sehr gut geeignet, um den Nährstoffgehalt im Boden, selbst wenn sie Nährstoffe exportieren, hier auf einem Niveau zu halten, das Pflanzen gut gedeihen. Also eine Düngung mit synthetischen Düngern ist für gewöhnlich nicht nötig, wenn sie versuchen, die Nährstoffkreisläufe zu schließen. Ein Problem kriegen wir, wenn wir sandige Böden haben, die von Natur aus wenig Nährstoffe haben und ich trotzdem gute Ernten haben möchte und auch meine Ernte abfahren und sozusagen Nährstoffexport betreiben. Gerade beim Stickstoff, das kennen wir in der Landwirtschaft, haben wir dann einen Export von Stickstoff, den muss ich durch synthetische Dünger wieder zuführen. Und das führt dann häufig dazu, dass sandigen Böden diese Stickstoffverbindungen nicht immer so schnell von der Pflanze aufgenommen werden können und dann ins Grundwasser gelangen und somit eine Gefahr für die Gewässer darstellen. Das heißt, auch für alle Gärtner gilt, sandige Böden nur sehr vorsichtig, wenn überhaupt, mit synthetischen Düngern düngen, da die sehr wasserlöslich sind und doch mal leicht den Boden verlassen. Ich muss noch mal so ein paar Pflanzen an für nährstoffarme und nährstoffreiche Böden. Also nährstoffarmer Boden, was ja häufig auch mit einem Boden, der sehr sandig ist. Hier haben wir Heidekraut, hier ein Pischel, kleine Mietensauerampfer, das sind so Zeigerpflanzen für ja, magere, nährstoffarme Böden. Als Kulturpflanzen kennen wir viele Kräuteranfragen, Salbei, Oregano, Thymian, aber auch Möhren, Zwiebel kommen als gut in nährstoffärmeren Böden klar. Nährstoffreichere Böden kann man häufig an Franzosenkraut, Kamille, weißer Gänsefuß erkennen. Und als Kulturpflanzen kommen hier Blumenkohl, Tomate, Gurke, Kürbis in Frage. Das sind halt die Starkzehrer, die auch relativ viel Nährstoffe brauchen. Das heißt, was wenig empfehlenswert ist, ist tatsächlich den Starkzehrer auf nährstoffarmen, als sandigen Böden anzubauen. Das kann man machen, dann hat man entweder relativ geringe Ernten, oder ich muss versuchen, möglichst mit organischen Dünger zuzudüngen. Und wenn ich es mit synthetischen Dünger auf sandige Böden mache, ist, wie gesagt, große Vorsicht geboten, da hier doch viele Nährstoffe dann auf das Grundwasser erreichen.
Okay. Hier auch noch eine kleine Grafik aus den 260 Hauswerten, die wir untersucht haben. Am Beispiel eines wichtigen Nährstoffs, zum Beispiel des Phosphors. Hier gibt es sechs Nährstoffklassen von A sehr niedrig bis F sehr extrem kritisch überversorgt. Ja, was sehen wir im Bild, wie es sich meistens zeigt in Hauswerten, sind eigentlich recht gut versorgt, nicht sogar überversorgt. Die größten Säulen haben wir bei C und E, das heißt optimal versorgt oder sogar extrem hoch versorgt. Wir haben nur einige Standorte dabei, die niedrig oder sehr niedrig versorgt sind. Von daher kann man so generell sagen, für gewöhnlich sind Hauswerten relativ gut mit Nährstoffen versorgt. Dann muss man nicht extra noch weitere synthetische Dünger aufbringen. Trotzdem sollten Sie ähnliche Mangelerscheinungen mit Pflanzen haben, würde es sich doch lohnen, nochmal eine Analyse durchzuführen. Das kann dann häufig dann doch eher an irgendwelchen Mikronährstoffen liegen, weniger an den Hauptnährstoffen, Phosphor, Kalium oder Stickstoff. Okay. Kurze Zusammenfassung der Dinge, die wir bisher behandelt haben. Also pH-Wert sollte man kennen, wenn nicht, finden wir ihn. Und dann können wir hier einigermaßen gut justieren durch Kalkung oder andere Maßnahmen, um den pH-Wert des Bodens anzupassen. Oder ich gehe den umgekehrten Weg. Ich passe die Pflanzen in meinen pH-Wert des Bodens. So, bei der Bodenart habe ich weniger große Einflussmöglichkeiten. Auf jeden Fall sollte ich eine Fingerprobe machen, um die Bodenart grob zu bestimmen. Auf sandigen Böden, wie ich schon sagte, kann man durch Humusanreicherung so ein bisschen das Nährstoffpotenzial und die Aufbaukapazität dadurch erhöhen, dass man Humus anreichert durch Mulch oder Zwischenfrüchte. Bei tonigen Böden in begrenztem Umfang durch Sandbeimengung kann man was machen, aber auch hier ist Humus häufig so nicht das beste Mittel, um auch durch die Böden ein bisschen strukturell zu werden. Oder den pH-Wert etwas anheben, falls er niedrig ist. Auch das führt dazu, dass ein schwerer Boden nicht so verkrustet und verschwindet. Die Austauschkapazität und Nährstoffgehalt sollte man gegebenenfalls analysieren lassen. In den meisten Fällen kann ich aber durch geschlossene Nährstoffkreisläufe im eigenen Garten eigentlich alle Nährstoffe bereitstellen, die meine Pflanzen brauchen. Dann habe ich noch einen Stichwort aufgenommen, hier Bodenmüdigkeit. Also ein Boden kann sehr fruchtbar sein, aber trotzdem wachsen Pflanzen nicht gut auf diesem Standort und werden krank. Das hat dann nichts mit der Bodenfruchtbarkeit zu tun, sondern dass viele Pflanzen, wenn man hier Monokultur anbaut, bestimmte Krankheiten nach sich ziehen, die dann im Boden drin sind und den nachfolgenden Pflanzen dann schaden. Das heißt, nicht mehrmals hintereinander Tomaten oder Gurken anbauen, sondern darauf achten, dass man die Frucht wechselt. Ja, das Bodenleben als ganz zentrales Element, sehr wichtig, wenn es geht, durch eine Reduktion der wendenden Bodenbearbeitung, so lassen, wie es ist. Die Bodenlebewesen sind hochspezialisiert, manche sind oben, manche unten, manche in der Mitte, da sollte man sie auch lassen. Bei schweren Böden kommt man häufig in der Bodenbearbeitung nicht drum herum, da ist es auch legitim, aber leichtere Böden, da ist es häufig nicht möglich. Und wo es geht, die liebend kleinen Lebewesen füttern, das heißt organische Substanz zugeben, das stimuliert natürlich den Boden. Ja, als letztes Bodendegradierung durch alle möglichen Formen der Erosion, also Bodenabtrag, durch Verdichtungen, durch Schadstoffe, durch Pflanzenschutzmittel oder Überdüngung vermeiden. Also all diese Maßnahmen, die dazu führen, dass die Funktionen, die man Boden hat, beeinträchtigt werden, sollte man versuchen, nach Möglichkeit zu finden. Gut, bis hierhin soll das erstmal reichen als theoretischer Hintergrund. Dann würde ich jetzt weitergeben an Isabelle, die ein bisschen versucht, einige der Parameter, die wir jetzt besprochen haben, auch mal zu bestimmen. Auch einmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich mache jetzt den praktischen Teil. Und zwar ist der erste Versuch oder das erste kleine Experiment, das wir gemeinsam machen werden. Die Bodenart möchten wir bestimmen, und zwar über die Fingerprobe. Dazu brauchen wir ein bisschen Boden und einfach nur ein bisschen Leitungswasser. Ich beende jetzt einmal meine Präsentation, dann zeige ich Ihnen das auch richtig. Also, ich nehme jetzt einfach hier ein bisschen Boden. Entnommen aus dem Garten.
Schön locker, am besten ohne Steine oder große Wurzeln. Der wird jetzt ein bisschen angefeuchtet, einfach mit einer Wasserspritze habe ich jetzt hier. Aber können Sie auch anderweitig ein bisschen befeuchten, jetzt einmal gut durchkneten. Sollte schön durchgeknetet werden, dass sich das Wasser einmal gut mit dem Boden verbindet, aber jetzt nicht tropfend nass sein. Noch ein bisschen mehr, ich habe es zu nass gemacht, so ein bisschen das richtige Gefühl haben. Keine Wurzeln, ganz wichtig, lege ich auch schon mal zur Seite. So, jetzt ist der Boden einmal durchgeknetet. Und jetzt versuche ich, den Boden zwischen meinen Handflächen zu einer Rolle zu formen. Und zwar ist die Fingerprobe nämlich eine Methode, um die Bodenart direkt im Feld ganz einfach bestimmen zu können. Die basiert darauf, dass wir unseren Tastsinn nutzen. Und zwar möchten wir dabei einmal die Fühlbarkeit von Einzelkörnchen, also die Körnung des Bodens, testen. Dann die Formbarkeit des Bodens. Und wie klebrig ist der? Und, so, wird immer dünner. Sieht man ganz gut, dass ich hier eigentlich eine ganz gute Rolle formen kann. Ich die jetzt noch dünner mache. Dann fängt es an zu bröseln. Und das heißt, wenn ich jetzt einen sandigen Boden hätte, einen richtigen Sand, der würde komplett zerbröseln. Den könnte ich eigentlich überhaupt nicht formen. Kennt man ja vom Urlaub, vom Strand. Wenn ich einen reinen Ton habe, kann ich das noch viel, viel dünner ausrollen. Und bei mir zerbröselt es jetzt bei so einer Bleistiftstärke in etwa. Also weiß ich, dass es so Richtung fluffigen Boden gibt. So, dann wäre der zweite Test, dass ich jetzt den Boden einfach nochmal zwischen meinen Händflächen zerreibe und gucke, ob Rückstände bleiben. Sehen Sie hier, ich habe wunderbar dreckige Finger und in den Fingerrillen bleibt Boden kleben. Das zeigt dann auch nochmal, dass ich einen schluffigeren Boden habe. Und wenn ich den jetzt nochmal so zwischen die Finger nehme, ein bisschen hier zwischen Daumen und Zeigefinger und das zerreibe, merke ich, dass es bei mir ganz weich und samtig ist. Hier auf dieser Folie sehen Sie nochmal die Schritte. Zuerst den Boden feucht machen, dann zu einer Rolle formen, die Handflächen einmal schön dreckig machen, um zu gucken, ob der Boden denn in den Handrillen hängen bleibt. Und dann nochmal zwischen Zeigefinger und Daumen ein bisschen verreiben, ob man Einzelkörner fühlt. Dann haben wir hier noch diese Tabelle, die ich Ihnen schon geschickt habe, wo man dann auch nochmal sieht, bei Sandboden kann ich die Körner fühlen, es ist schlecht formbar, es zerrieselt direkt und in den Handflächen bleibt nicht viel hängen. Der mittlere Boden, also so ein lehmiger Boden mit Schluffanteil, der ist feinkörnig, mehlig, man kann ihn formen, man kann ihn auch bis zur Bleistiftdicke ausrollen, dann verbröckelt es in etwa und bleibt in den Fingerrillen haften. Das ist das, was Sie bei mir gesehen haben. Und dann gibt es noch den tonigen Boden. Da fühlt man eigentlich gar keine Körnchen. Er ist wunderbar formbar, er glänzt schön und haftet sehr stark an den Fingern. Ich möchte Ihnen heute noch eine Methode zeigen, wie man die Bodenart mithilfe der sogenannten Schlemmprobe bestimmen kann. Und zwar basiert die auf dem Prinzip, dass wir verschieden große Bodenpartikel haben. Hier mal Sand, Schluff und Ton schematisch dargestellt. Und die bringen wir in Lösung, also vermischen sie mit Wasser. Und entsprechend der verschiedenen Größe dieser Partikelchen gibt es dann auch eine unterschiedliche sogenannte Absetzzeit. Und der Boden schichtet sich dann übereinander und wir können somit die Zusammensetzung uns anschauen. Das zeige ich Ihnen jetzt einmal praktisch. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet. Das ist einfach Boden, den ich hier schon mal aus dem Tütchen umgefüllt habe. Etwa so halb voll das Glas füllen. Dann gleiche Menge Wasser nochmal drauf füllen. So. Einfach Leitungswasser können wir hierfür nehmen. Das ist ausreichend. Dann wird das Glas gut verschlossen. Das ist wichtig. Jetzt schütteln wir das einmal gut. Weil, wie gesagt, wir möchten ja den Boden in Lösung bringen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir vorher möglichst Wurzelteile und Steinchen nicht in das Glas füllen, dass wir wirklich nur den reinen Boden haben. So, und jetzt lassen wir das stehen. Es dauert etwa 5 Minuten, bis sich die Sandschicht bildet. Nach 60 Minuten kann man den Schluffanteil schon sehen in einer Schicht.
und es dauert etwa 7 bis 8 Stunden, bis der Tongehalt, die Tonpartikelchen sich auch angeschichtet haben. So viel Zeit haben wir natürlich nicht. Dementsprechend habe ich da schon mal was vorbereitet, ähnlich wie bei den ganzen Fernsehköchen. Und zwar, ich habe das jetzt mal versucht, hier ein bisschen einzuzeichnen. So. Die unterste Schicht hier ist der Sand. Das sind bei mir 2 Zentimeter. Dann die Schluff habe ich hier als U abgekürzt. Das sind 1,3 Zentimeter. Und der Ton ist eine ganz dünne Schicht von etwa 0,3 Zentimeter. So. Und dazu benötigen wir jetzt als spiegelverkehrt, deshalb muss ich einmal gucken. Dieses Dreieck, was ich Ihnen geschickt habe, in den Unterlagen. Dieses Dreieck hilft uns dabei, die hier gemessenen Bodenschichten auszuwerten. Und zwar, dieses Bodenartendreieck ist so aufgebaut, dass wir auf den Achsen hier haben wir den Tongehalt, jeweils von 0 bis 100%. Hier den Sandgehalt von 0 bis 100% und hier unten den Schluffgehalt. Und wir können jetzt quasi die prozentualen Anteile unserer Bodenart bestimmen, indem wir die Schichtdicke dieser gemessenen Schicht, also hier beispielsweise 2 cm, durch die gesamte Schichtdicke, in meinem Fall 3,6 cm, teilen und mit 100 multiplizieren. Das habe ich hier auch schon mal gemacht. Also beispielsweise für den Sand 2 durch 3,6 mal 100 sind 55%, Schluffanteil dann bei 36% und der Tongehalt bei 8%. So, jetzt möchten wir das in diesem Dreieck eintragen, um anhand dessen einen Schnittpunkt zu bestimmen, der uns dann Informationen über unsere Bodenart gibt. Und zwar, ich habe mir das schon mal vorbereitet. Ich habe hier diese Achsen jeweils schon mal unterteilt in 10%-Schritte und kann somit schon mal direkt meine Werte eintragen. Also beim Sand 55%, das wäre dann in etwa hier. Beim Schluff haben wir 36%, das ist hier unten, etwa hier. Und der Tongehalt ist mit 8% schon sehr gering, also hier unten an der Ecke in etwa. So, jetzt ziehe ich jeweils parallel zu diesen Achsen eine Linie, die jeweils durch meine Angaben verläuft. Ich zeige Ihnen das einmal. Und zwar fange ich mit dem Punkt für den Schluffgehalt an, hier unten. Das ist dann eine parallele Linie hier. Für den Sandgehalt haben wir hier mein Kreuz und ziehe dann dadurch eine Linie. Und hier unten, ja, mal schauen, den Schluffgehalt in etwa so. Genau, und jetzt habe ich hier meinen Schnittpunkt. Und das sagt mir jetzt, hier in diesen Ecken, hier hätten wir 100% Schluff, hier 100% Sand und hier oben 100% Ton. Und in diese Richtung steigt beispielsweise der Schluffanteil. Und wir sind noch sehr weit unten von auf der Verlängerung zur Tonachse. Und somit weiß ich, dass ich einen Sandboden habe mit dem Hauptbodenanteil Sand und etwa einem Drittel Schluff. Der pH-Wert. Die Materialien, die wir benötigen, sind zum einen destilliertes Wasser, natürlich ein bisschen Boden, dann die pH-Teststreifen mit der Farbskala, die ich Ihnen geschickt habe, ein Schraubglas und einen Löffel. Und zwar, ich habe hier so ein ganz handelsübliches Marmeladenglas, fülle jetzt einmal etwas Boden in das Glas. Linkshänder, ich gehe jetzt nicht zu sehr ans Bild hin. Hier möglichst versuchen, keine großen Wurzeln dabei zu haben oder Steinchen. Also das Glas zur Hälfte vielleicht füllen. Ein bisschen noch. Und dann kommt jetzt nochmal die doppelte Menge Wasser drauf, destilliertes Wasser. Das nehme ich noch raus.
Weil die Flasche so unhandlich ist, habe ich das hier einfach mal in Messbecher umgefüllt, aber es ist destilliertes Wasser, einfach aus dem Drogeriemarkt. Genau, und jetzt so in etwa die doppelte Menge draufgeben. Gut verschließen und gucken, dass der Rand sauber ist. In meinem Test habe ich da nämlich nicht drauf geachtet und habe dann gleich wird das Glas geschüttelt und habe dabei ein bisschen Schweinerei gemacht. Deshalb Hinweis, einmal gut verschließen und dann wird das Glas gut geschüttelt. Und dann lassen wir es gleich in etwa 10 Minuten stehen. So, hier ist mein Glas. Ich schraube es wieder auf. Oh, habe ich gut festgedreht. So. Dann brauchen wir einmal die pH-Skala, die ich Ihnen geschickt habe. Und ein pH-Stäbchen. So, das sind ja diese Stäbchen. Und jetzt wird der untere Teil hier, der farbige Teil, einmal in den Überstand getaucht. Für etwa 5 Sekündchen. Also nicht bis unten auf den Boden, sondern nur den Überstand. So. Mit abtropfen lassen und dann wird das jeweils mit dieser Farbskala hier verglichen. Ich möchte Ihnen heute erstmal zeigen, wie Sie mit Haushaltsgegenständen den pH-Wert abschätzen können. Und zwar erster Hinweis, ich nehme jetzt extra gezielt 2 verschiedene Böden, damit man auch das gewünschte Ergebnis sieht. Sie machen beide Versuche einfach mit dem gleichen Boden, damit man es auch eindeutig zuordnen kann. Und zwar ich. Ich kann ja gerade ein bisschen den Boden, der ist recht fest. So, und dann kommt hier Essig drauf, also ganz einfach Haushaltsessig oder Essigessenz. Ein bisschen beachten und rühren. Und wie man hier schon sieht, es fängt an zu schäumen. Wenn das so aussieht bei Ihnen, in der Kombination mit Essig wissen Sie, dass Sie einen erhöhten pH-Wert haben, also einen alkalischen Boden. Das ist der Essig, also der hohe pH-Wert. Und im Vergleich kann man jetzt auch nochmal überprüfen, wenn man einen sauren Boden hat. Ich schiebe es einmal hier in die Mitte, damit man es besser sieht. Da kommt dann jetzt einfach ein bisschen Backpulver drauf. So. Und einmal destilliertes Wasser. Also alles keine hochwissenschaftlichen Mittel, sondern ich möchte es wirklich auf den Hausgebrauch anpassen. Und auch hier sieht man ja schon direkt beim ersten Kontakt, es fängt an zu schäumen. Und so sieht es dann auch aus bei einem sauren Boden. Also hier hat man so einen richtigen Schaum und im Vergleich dazu nochmal bei dem alkalischen Boden schäumt es ein bisschen anders und man hat eher so Löcher wie bei einem, ja, so ein bisschen, das sieht immer so ein bisschen aus wie bei so einem Hefeteig. Wir hatten ja ganz viel über Nährstoffe heute schon gelernt und den Nährstoffgehalt kann man im Boden eigentlich nur durch eine Laboranalyse richtig untersuchen lassen. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie man diese Untersuchungen denn richtig macht. Und zwar ist es wichtig, dass man verschiedene Nutzungstypen dabei unterscheidet. Also hier in Schwarz einmal markiert beispielsweise eine Rasenfläche, in Pink die Zierpflanzen und jetzt hier in Gelb einfach mein Gemüsegarten. Ganz einfach eingezeichnet, ist einfach nur eine schematische Abbildung. Genau, und es ist halt wichtig, dass man Mischproben bildet, die ganz quer verteilt über die
Fläche dieser einen Nutzungstyps entnommen wurde. Und da nimmt man etwa 10 bis 15 Mischproben, auch bei kleinen Flächen rechnen 5, bildet daraus eine Probe, die dann einmal im Eimer gut gemischt wird und dann ins Labor geschickt wird. So sehen Sie das dann auch nochmal hier. Das ist die offizielle Anleitung von der LUFA, die mit der Landwirtschaftskammer NRW zusammenarbeitet. Einfach mal, um die Bodentiefen zu zeigen, die man da untersucht. Und zwar bei Rasen nimmt man die obersten 10 cm Rasenfläche. Genau, da wird so ein Loch gebuddelt mit der Schaufel. Und dann wird anhand der Rasenkante mit einem Löffelchen oder einer Handschaufel was Boden abgekratzt. Und bei Gemüse, Zierpflanzen und Stauden sind das die obersten 30 cm. Aber ich möchte Ihnen ja jetzt nicht bewerben, dass wir unbedingt bei der LUFA eine Untersuchung machen sollen, sondern auch einfach mal so ein paar Mangelsymptome zeigen. Das ist jetzt nur mal ganz grob angerissen und auch nur ein Ausschnitt aus 5 Nährstoffen. In dem Handout, das Ihnen nachträglich noch geschickt wird, gibt es dann noch mal mehr und ausführlichere Informationen dazu. Stickstoff ist wichtig fürs Wachstum, für die Photosynthese. Und Stickstoffmangel ist erkennbar daran, dass die unteren, die älteren Blätter aufhellen. Die werden so gelblich. Und die jungen Blätter, die bleiben dunkelgrün zuerst. Und genau, wenn halt das Chlorophyll aus der Pflanze abgebaut wird und die Pflanze weniger Photosynthese betreiben kann, wird sie schwächer und wächst schwächer. Und Stickstoffmangel ist ja halt ganz eindeutig erkennbar daran, dass zuerst die alten Blätter gelb werden. Phosphormangel ist wichtig für, also ist ein Baustein der Pflanzen-DNA, ist wichtig für den Blütenansatz. Und Phosphormangel ist daran erkennbar, dass sich die Blätter, wie hier schön erkennbar, rot färben oder auch die Stängel. Kann auch schon mal sein, dass die Pflanze ganz aufrecht und fest wirkt. Und Phosphor ist eigentlich nur für Pflanzen verfügbar in einem pH-Bereich von 6 bis 8. Und dementsprechend kann sogar solche Mangelsymptome auftauchen, wenn der pH-Wert im falschen Bereich liegt. Also sind dann genug Nährstoffe vorhanden, aber die Pflanze kann die einfach nicht nutzen, weil dieses Phosphor dann in dem Moment nicht mobil ist und von der Pflanze aufgenommen werden kann. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, wenn Sie solche Symptome sehen, auch einfach mal den pH-Wert zu überprüfen. Wenn mir jetzt ein pH-Wert von 5 vorliegt, dann kann es schon reichen, einfach mal zu kalken, den pH-Wert ein bisschen anzuheben, dass dann das Phosphor, was sowieso im Boden vorliegt, wieder verfügbar wird. Ein weiteres Symptom, was einfach erkennbar ist, ist Kaliummangel. Kalium ist wichtig für den Wasserhaushalt von Pflanzen. Und bei Kaliummangel kann halt der Wasserhaushalt nicht richtig funktionieren und dementsprechend werden die Pflanzen auch nicht richtig mit Nährstoffen versorgt, die über das Wasser mit der Wurzel hochtransportiert werden. Kaliummangel ist darin erkennbar, dass die Blattränder so ein bisschen verbrannt aussehen und die Pflanzen einfach schlechter wachsen. Und auch wenn so eine verrückte Zeit ist wie im Moment, wo letzte Woche Sommer war, dann diese Woche auf einmal Schnee, Pflanzen mit Kaliummangel sind weniger resistent gegen solche Temperaturwechsel und wenn dann auf einmal nochmal Frost kommt. Ein weiteres Symptom, das man auch gut erkennen kann, ist Magnesiummangel. Und zwar, Magnesium ist auch wichtig für die Photosynthese und für den Wasserhaushalt. Und Magnesium sorgt auch dafür, dass die Wurzeln gut ausgebildet sind. Und hat man Magnesiummangel, wird dementsprechend weniger Wurzelwachstum vorhanden sein. Die Pflanzen sind insgesamt geschwächter. Und es ist erkennbar daran, dass die Blattflächen gelber werden und die Blattadern noch dunkel sind. Und der tritt auch zuerst an den älteren Blättern, also an den unteren Blättern auf und unterscheidet sich dadurch vom Eisenmangel. Eisenmangel sieht ähnlich aus, auch aufgehellte Blattflächen, aber noch dunkelgrüne Adern. Allerdings tritt Eisenmangel vor allen Dingen an den jüngeren Blättern auf. Dann kann man so unterscheiden. So,
jetzt ist das ja schön und gut, jetzt wissen wir, wie man Nährstoffmangel vielleicht erkennt. Wir haben viel über die pH-Werte gelernt. Aber kann ich denn in meiner Gartengestaltung auch ein bisschen steuern, ob ich denn überhaupt regelmäßig und häufig düngen muss? Und zwar ist das durch die Pflanzenwahl möglich. Ich habe mich jetzt hier mal auf Nutzpflanzen konzentriert. Und zwar gibt es die stark zehrenden Pflanzen, die schwach zehrenden und die mittelzehrenden. Und wie der Name schon sagt, stark zehrende Pflanzen brauchen einfach viele Nährstoffe. Ganz besonders viel Stickstoff. Schwach zehrende Pflanzen sind Pflanzen, die eher auf nährstoffarmen, mageren Standorten ohnehin vorkommen würden. Und mittelzehrende Pflanzen, wie der Name schon sagt, liegen genau dazwischen. Beispiele sind hier, das ist auch nochmal in dem Handout, die Tomate oder Zucchini, die man eigentlich immer düngen muss, wohingegen Kräuter, Rucola und ähnliches einfach überall wachsen. So, und das kann man ein bisschen steuern, indem man seinen Garten in verschiedene Gebiete aufteilt und auf diesen Flächen jeweils nacheinander, also in einer Rotation von 4 Jahren, Gründüngung, Schwachzehrer, Mittelzehrer und Starkzehrer immer wieder rotiert. Das hat den Sinn, dass man den Boden wieder so eine Regenerationsphase gibt, wo der dann wieder Nährstoffe anreichern kann und sich erholt. Und das ist besonders gut zu machen, wenn man in dieser Gründüngungsphase Leguminosen anpflanzt. Leguminosen sind beispielsweise Lupinen oder auch Wicken und Klee. Und das sind nämlich Pflanzen, die in einer Symbiose mit Bakterien an ihren Wurzeln leben. Symbiose heißt, dass sowohl die Pflanze als auch die Bakterien voneinander profitieren und sich somit ergänzen. Und diese Bakterien haben diese tolle Funktion, dass die Luftstickstoff, der über die Pflanze aufgenommen wird, im Boden fixieren kann. Und darüber wird dann einfach Stickstoff im Boden fixiert, was dann für die folgenden Kulturen wieder verfügbar ist. Eine weitere Möglichkeit ist, wie man Nährstoffmangel quasi zuvorkommen kann oder die Pflanzen optimal ergänzend anzupflanzen, ist eine Mischkultur. Eine Mischkultur heißt, dass man einfach auf einer kleinen Fläche verschiedene Pflanzen nebeneinander stellt, die sich gegenseitig positiv beeinflussen. Das hat zum einen halt den Vorteil, dass man auf wenig Fläche viel Ertrag hat. Gleichzeitig können die Pflanzen sich untereinander unterstützen. Und zwar, wenn man jetzt hier das Beispiel frühe Erbsen und Gurken hat, sieht man ganz gut, oder auch hier, die Erbsen, die sind schön hoch, die liefern dann Schatten für die noch jungen Gurkenpflänzchen. Und die kleinen Gurken mögen ja nicht so pralle Sonne. Oder auch, was man hier auf diesem Bild sieht, Feldsalat beispielsweise wurzelt nur sehr flach, wohingegen so ein Kohl oder auch Mangold sehr tiefe Wurzeln macht, bis 60 cm, zum Teil auch einen Meter tief, wenn die stark sind. Und durch einen Wechsel von flachwurzelnden und tiefwurzelnden Pflanzen kann man alle Nährstoffe aus dem Boden möglichst effizient nutzen, dass wenig oder eigentlich nichts mehr ausgewaschen wird. Und sie können einfach die Nährstoffe optimal komplett aufbrauchen. Und ein weiterer Vorteil ist die gegenseitige Schutz gegen Fressfeinde. Beispielsweise hier, wenn man jetzt mal Spinat, Radieschen, Salat, ähnliches nebeneinander stellt, ist es beispielsweise für eine Blattlaus viel, viel schwerer, an den Salat zu kommen, wenn nebenbei Radieschen stehen, die diese Senfsäuren in sich haben. Und das ist so ein Geruch, den Blattläuse nicht mögen. Jetzt zeige ich Ihnen noch mal kurz natürliche Düngemittel. Die sind auch in dem Handout ausführlicher erklärt. Nämlich mit Blick auf die Zeit möchte ich Sie ja jetzt auch nicht zu strapazieren und überspringe die eine Seite, nämlich hier, das ist noch mal so ein kurzes Rezept, wie man denn einen natürlichen Dünger selber machen kann. Genau, aus Bananenschalen kann man hier aus Kalium, also Bananenschalen enthalten viel Kalium und Magnesium. Aus Eierschalen, die enthalten viel Kalk, um den pH-Wert anzuheben. Und Kaffeesatz enthalten sogar Stickstoff, Phosphor und Kalium. Einen eigentlich Allround-Dünger selber herstellen. Indem man einfach alle drei Zutaten gemeinsam mit Wasser in mixt, schön zu einem feinen Brei pürieren und anschließend mit Wasser verdünnt, direkt an die Pflanzenwurzeln düngt. Da haben Sie dann wirklich alle wichtigsten Nährstoffe, die Hauptnährstoffe drin.
Wichtig ist dabei aber außerdem nochmal, dass man bei der Banane Bio-Bananen nimmt, damit man keine Pestizide auf der Schale hat, die man dann direkt ausbringen würde. Ist auch nochmal ausführlich mit den Hinweisen in unserem Handout. Jetzt habe ich nämlich noch ein Experiment für Sie. Und zwar haben wir ja auch ganz viel gehört, wie wichtig Humus ist. Und humusreicher Boden ist in der Regel dunkel gefärbt. Huminstoffe sind nämlich da drin und diese Huminstoffe sind organische Substanzen, die den Boden einfach in Kombination mit der natürlichen Bodenfarbe durch die mineralischen Bestandteile dunkel färbt. Und das können wir halt über die Bodenfarbe in etwa den Humusgehalt abschätzen. Und dazu brauchen wir wieder natürlich ein bisschen Boden, ein bisschen Wasser, um den Boden feucht zu machen. Und die Farbtafel, die ich Ihnen geschickt habe. Einmal wieder den Boden. So, ein bisschen in die Hand. Einmal wieder feucht machen, weil man dann die Bodenfarbe richtig besser sehen kann. Der sollte jetzt nicht triefend nass sein, weil dann verändert das auch wieder so ein bisschen durch die Reflexion. Aber feucht sollte ja schon sein. Und dann wird ganz einfach die Bodenfarbe mit dieser Tabelle verglichen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich für Sie ein bisschen schwierig zu erkennen, aber können Sie ja gerne selbst direkt zu Hause mitmachen. Und wenn man ein bisschen die Schwierigkeit hat von der Beleuchtung her, sollte man gucken, dass es möglichst hell ist. Und um die Farbe mit der Tabelle abzugleichen, hilft es häufig, die Augen so ein bisschen zusammenzukneifen, dass das Bild so ein bisschen verschwimmt. Ich hatte einen lehmigen Boden, ist nämlich ja wieder ab, bevor ich das vergesse, genau diese Tabelle ist so aufgebaut, dass die prozentualen Humusgehalte in Abhängigkeit von der Bodenart sind. Also die oberste Spalte ist Sand, die mittlere Spalte schon lehmiger Sand, also mit einem höheren Anteil organischer Substanz und ganz unten Lehm und Ton. Ansonsten sage ich jetzt schon mal vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und freue mich auf jeden Fall, dass Sie alle teilgenommen haben. Genau, von meiner Seite auch. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Diese kleinen Experimente, die Isabel Hirsch gezeigt hat, kann man vielleicht, wenn man will, in Ruhe auch nochmal im Garten nachmachen und gerne uns auch die Daten schicken. Wir sammeln Daten hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis über verschiedene Quellen. Wir machen manchmal Bodensammelaktionen, wir machen diese Workshops und sammeln so ein bisschen all diese Daten. Das dient dazu, dass wir auch ein bisschen Gefühl dafür kriegen, welchen Beitrag die Gartenböden zu verschiedenen Ökosystemdienstleistungen beitragen können. Also was kann ein Garten zum Klimaschutz beitragen? Wie fruchtbar sind die Gartenböden? Wie stark sind sie vielleicht versiegelt? Also alle Daten, die Sie haben über Ihren Garten, können Sie uns gerne auch nochmal per E-Mail zuschicken. Und wir würden das alles sammeln. Und wir hoffen, dass wir dann irgendwann im Laufe des Projektes mal auf unserer Homepage so ein Portal kriegen, wo Sie so ein bisschen all diese Daten auch einlesen können. Diese kleinen Statistiken, die ich bis jetzt gezeigt hatte, geben ja schon mal so ein bisschen Gefühl dafür, wie die Böden hier im Rhein-Sieg-Kreis so, die Hausgärten so sind, was die Bodenfruchtbarkeit angeht. Im Idealfall haben wir sowas später mal im größeren Umfang, auch mit Tipps und Tricks, was man tun kann, wenn der pH-Wert zu hoch oder zu niedrig ist und viele andere Dinge. Also von daher bleiben Sie gerne in Kontakt und schicken uns neben Fragen auch gerne einen Eindruck.